Mit Oliven kennen sie sich aus. Die meisten arbeiten seit Jahren bei Dittmann und haben mittlerweile ein Gefühl dafür, wie groß die Portionen in den kleinen Schalen sein dürfen, wie viele Oliven exakt 100 Gramm entsprechen. Oder wie viele Käsebälle. In der sogenannten Frische-Abteilung verpacken rund 40 Mitarbeiter die Ware mit der Hand. Aber eine Frage, kann man zwischendurch auch mal naschen? Ja, wenn man Zeit hat, aber zwischendurch kann man machen. Aber mit Handschuhe, ohne Handschuhe darf man es nicht. Und wie schmeckt? Die grünen, ja, auf jeden Fall schmeckt gut. Grüne mit Paprikapaste gefüllte Oliven, ein Klassiker im Sortiment des Familienunternehmens. Der Familie Reichhold gehört das Unternehmen. Günther Reichhold überlässt die Geschäfte längst seinen zwei Söhnen. Nur das Testen neuer Produkte lässt er sich nicht nehmen. Diesmal eingelegte Artischocken. Eine sehr kleine Ware. Die haben wir verfeinert mit Mandelöl und weißem Balsamico. Die Mini-Artischocken sollen demnächst auf den Markt kommen. Die sind aus Spanien, sind die? Kommen die? Das Schöne ist wirklich, man kann sich die ganze Artischocke im Mund stecken, ohne dass man groß abbeißen muss. Ausgezeichnet. Geschmack ist auch. Der 82-Jährige ist in Deutschland so etwas wie ein Antipasti-Pionier. Also wir sind ja begünstigt worden durch die Reisen der Generation, der Nachkriegsgeneration. Als ich anfing, waren Oliven fast unbekannte Objekte auf dem deutschen Teller. Und wir sind dadurch in eine gute Situation gekommen, weil der Geschmack sich nach diesem mediterranen Bereich verlagert hat. Und den haben wir voll abgedeckt und bleiben auch auf dieser Schiene. Mittlerweile sind es rund 1000 Produkte. Die meisten Rohwaren kommen aus dem Mittelmeerraum, aber auch aus China und Südafrika. Spielt es eine Rolle, wie viel CO2 beim Transport nach Deutschland freigesetzt wird? Ganz ehrlich, der Einkäufer, das ist ja unser erster Ansprechpartner, ist leider so gebrieft, der Preis ist das Entscheidende. Der fragt nicht, kommt das aus China, kommt das aus Deutschland? Der sagt, ich kann das dafür zahlen und seh zu, dass du es hinbringst. Den Einkäufer einer großen Supermarktkette muss auch Anne Brandt bedienen. Sie hat gerade ein Paket aus der Türkei bekommen. Dort lässt das Unternehmen Gemüse anbauen und verpacken. Die Biologin ist bei Dittmann für Tomaten zuständig. Es ist heute ein ganz guter Tag für mich, denn es sind die richtigen Beutelchen mit der richtigen Nennfüllmenge. Die stehen dann so. Ja. Und der Kunde möchte gerne diese sonnengetrockneten Tomaten in so einem Beutelchen haben, das man hinstellen kann, das man vielleicht auch an einen Blister hängen kann. Die Beutel sollen noch an diesem Tag an den Kunden gehen. Doch vorher müssen sie ins Labor. Hi. Hallo Anne. Na? Könntest du mal einen Salztest machen? Oder? Um die Tomaten zu konservieren, sind sie in der Türkei mit Salz bestreut worden. Doch das Lebensmittelrecht schreibt Grenzwerte vor, die dürfen nicht überschritten werden. Nur eine von vielen Kontrollen in diesem Labor. Es wird jede Anlieferung wird geprüft. Es ist grundsätzlich jede Ware, die hier angeliefert wird, in Quarantäne. Erst nach Freigabe durchs Labor kann die Ware verwandt werden für die Produktion. Aber es gibt nicht nur abgepackte Tomaten, viele werden hier auch erst verarbeitet. Zusammen mit tiefgefrorener Petersilie und Knoblauchpaste wandert alles in den Kessel. Die hygienischen Bedingungen im Betrieb werden regelmäßig kontrolliert, denn gerade bei Lebensmitteln kennen die Verbraucher kein Pardon. Stellen Sie sich vor, es passiert ein Fehler in Ihrem Hause. Irgendein Mitarbeiter schlammt, irgendein Mensch kommt draußen zu Schaden. Dann haben Sie ein wahnsinniges Problem. Das ist, glaube ich, heute die größte Schwierigkeit, die große Verantwortung, die man als Lebensmittelhersteller trägt. Das Unternehmen beliefert in Deutschland fast alle Supermarktketten und kommt damit auf einen Jahresumsatz von 155 Millionen Euro. Und das alles mit Oliven, Artischocken und Tomaten.